Sieht man das Leben objektiv, stellt man fest, alles dreht sich. Bloß um Zeit, jeder Versuch ist vergeblich. Sie anzuhalten, denn es geht nicht täglich. Steh ich vor der Uhr und halt den Zeiger fest. Wer will schon alt werden, sterben in einem Pflegeheim? Alle, die ich kenne, wollen das Gegenteil. Doch sind noch jung, haben nur Scheiß im Kopf und nehmen das Leben leicht. Fühlen sich unsterblich und unverwundbar. Angeblich glaubt manch einer sogar an Wunder. Doch begreift nicht, dass das Leben zeitlich begrenzt ist. Letztendlich stirbt man doch, wenn man dann alt ist. Wenn man ein Greis ist, das Zeitliche segnet, gehört man Gott. Auch wenn man nicht daran glaubt, tritt man im Schicksal auf und es nimmt seinen Lauf. Und wenn der Sensemann kommt, dann hast du keine Zeit. Denn wer früher stirbt, ist länger tot. Und wenn der Sensemann kommt, dann lass ihn rein. Denn wer früher stirbt, ist länger tot. Sieht man das Leben objektiv, stellt man fest, alles dreht sich. Bloß um Zeit, jeder Versuch ist vergeblich. Sie anzuhalten, denn es geht nicht und seht sich. Such immer noch den Grund, der mich scheitern lässt. Und weil seit Menschengedenken alles gleich bleibt, bis auf dass die Zeit weicht, weil nie die Zeit reicht. Und von Eiszeit bis Steinzeit, von Kleingeist bis Einstein, wechseln nur die Generationen. Und es bleibt schwer, seither weiß, wer sich selbst nicht findet, nicht ob das Leben sich lohnt. Es ist der tägliche Hohn, dem man sich leicht empört hingibt, bis einen die Zeit nicht mehr stört. Und man weiß nicht, doch eigentlich ist man sich sicher, dass die Einsicht die Weitsicht nicht klein gekriegt. Dann verstehst du, was ich mein, dann kannst du mitdenken und bist nicht naiv wie die meisten deiner Mitmenschen. Und wenn der Sensemann kommt, dann hast du keine Zeit. Denn wer früher stirbt, ist länger tot. Und wenn der Sensemann kommt, dann lass ihn rein. Denn wer früher stirbt, ist länger tot. Vergeht, ein Jahrzehnt ist ein Wimpernschlag und verfliegt vom ersten Kindertag bis ins Grab. Von der Geburt bis in die Wiege des Todes lieben Idioten das Leben einfach und denken nicht nach. Darum sind die meisten Menschen nicht stark, finden den eigenen Weg nicht und verenden am Start. Der Tag wird kommen, dann hält irgendwer die Zeit an, doch bis zu diesem Punkt hin gilt